Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie erkläre ich Lösungen zu Prüfungsfragen. Und hier in dieser Prüfungsfrage wird von uns verlangt, einmal den Begriff Investition zu erklären und dann Investitionsarten aufzuzeigen. Fangen wir also mal vorne an. Investition, das kommt von investieren. Und investieren heißt einkleiden. So, und dann haben wir damit schon einen Hinweis, worum es hier geht. Es geht darum, das Unternehmen zielgerichtet einzukleiden. Das heißt, etwas allgemeiner können wir sagen, eine Investition bedeutet Geldmittel zielgerichtet verwenden. Zum Beispiel, und jetzt kommt der zweite Teil der Frage, nämlich die Investitionsarten. Was mache ich hier? Ich schreibe das Schlüsselwort aus der Frage hin. Machen Sie das in der Prüfung auch, das ist sehr hilfreich. Investitionsarten. Manche unterteilen hier zwei, manche unterteilen drei, und zwar Sachinvestitionen, also eine Maschine. Finanzinvestition, man investiert also auf dem Kapitalmarkt in Wertpapiere oder auch immaterielle Investitionen, man investiert in den Aufbau eines Markennamens. Immaterielle Investitionen, das ist also Werbung, man investiert in Bekanntheit, in Bekanntmachung des Produktes, man investiert in den Aufbau eines Logos, eines Markennamens. Das sind Investitionsarten. Das heißt, wenn wir sagen, Investition bedeutet Geldmittel zielgerichtet verwenden, dann kann das sein, hier eine Sachinvestition, das ist es meistens, aber auch eine Finanzinvestition oder auch eine Investition in den Aufbau eines Markennamens. Okay, das war's. Klicken Sie nun unter dem Video unbedingt auf www.spaßleindenk-shop.de. Warum? Weil Sie dort vernünftige Lernhilfen finden, die Ihnen sehr viel Zeit und vor allem auch sehr viel Leid ersparen können. Klicken Sie jetzt. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.